wieder mit dem zweiten Teil der 100. Party Patrol and More Party. Jetzt gibt es sie gleich, die Party Allstars mit ihrer Hymne. Ich bin schon mächtig gespannt. Ihr hört das schon, hier ist immer noch Stimmung, hier ist was los und das Beste daraus zeigen wir euch jetzt. Wunderschön, dass du dich so zurecht gemacht hast für heute Abend. Ist es ein spezielles Kostüm oder wo hast du es schon mal getragen? Nö, das ist einfach ein Kostüm für meinen Club entworfen, nein, nicht mehr oder weniger. Weil ich ja jeden Donnerstag ein bisschen was anderes anziehe, um meine Partymäuse ein bisschen zu begeistern. Vielleicht solltest du dazu auch noch mal ein bisschen Werbung machen, ein bisschen mehr verraten. Das ist eine gute Idee, deswegen bin ich nämlich hier. Mein Club ist jeden Donnerstag im Schmidt-Theater, heißt Extrem, ist ab 24 Uhr und ist eine Mischung aus Party und Show. Und die Show ist extrem, extrem gut und extrem schlecht. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Okay, wir sehen uns am Donnerstag. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank auch an dich. Ja, und schönen Abend noch für dich. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß auf deiner eigenen Party, auch wenn du die ganze Zeit arbeiten musst. Also wir amüsieren uns hier köstlich. Ich habe gehört, dass hier zwei Mädchen fast alle Party Patrol Sendungen gesehen haben und also prädestiniert sind dafür, heute Abend hier zu sein. Schauen wir doch mal, ob dem wirklich so ist. Einen wunderschönen guten Abend. Darf ich mich mal ganz kurz zwischen euch setzen? Also ein bisschen Platz machen. So, ich habe jetzt gerüchteweise gehört, dass ihr fast alle Sendungen gesehen habt. Stimmt das? Ja, stimmt. Wir haben alle Sendungen gesehen. Das ist ja unglaublich. Also ich bin sprachlos. Das ist, naja, nicht ganz sprachlos, aber trotzdem sehr, sehr erfreut. Und habt ihr vielleicht auch mitgezählt? Nee, mitgezählt nicht, aber können wir ja noch nachholen. Aber ihr habt schon alles mitbekommen. Was waren denn so eure Lieblingspartys? Also, weiß ich, es gab eigentlich ziemlich viele so, vor allem noch die, auf denen ich nicht war. Das war mal ganz interessant. Und wo wart ihr so am häufigsten anzutreffen? Ich habe die Frage jetzt zwar nicht richtig verstanden, aber ich glaube, am häufigsten waren wir Condor, Unit, auch überall da, wo es los ist. Und euch macht es nach wie vor Spaß, die Sendung anzugucken? Auf alle Fälle, weil du gehst dahin, wo wir vielleicht nie hingehen würden oder uns überlegen, ob wir da hingehen würden und uns nicht trauen und es ist immer schön zu sehen, dass du da bist und das für uns ausprobieren. Rein in die Clubs auf der Piste und nimmt die Leute von heute ganz nah.